Hallihallo ihr Lieben, ich habe heute auch meinen Adventskalender für euch. Und zwar habe ich meinem Mann einen Adventskalender geschenkt. Und der ist jetzt gerade mal eben Fahrrad fahren. Und dann dachte ich mir, den packe ich euch mal aus, weil ich bin selber neugierig, was drin ist. Und bis zum Dezember habe ich schon wieder vergessen, was da drin ist. Also habe ich dann doppelte Freude. Und bevor mein Mann wiederkommt, zeige ich euch den. Und zwar ist es der Adventskalender von Accentra. Und ich habe da letztes Jahr den Frauenkalender bestellt und die hatten super, super tolle Sachen drin. Ich lauere immer noch auf den Frauenkalender, aber der ist immer ausverkauft. Kommt der rein und einer meldet das, sofort wieder ausverkauft. Also der kriegt man nur so wahrscheinlich 10, 20 Stück und dann ist wieder vorbei. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich zeige euch jetzt den Kalender für den Mann. Der hat 39,95 gekostet. Und wenn der genauso toll ist wie der Kalender letztes Jahr, dann aber gucken wir mal rein. Ne? Gekauft habe ich den bei der Parfümerie Becker. Ich werde euch das hier unten verlinken. Ne? Und dann schauen wir mal schnell rein. Wie gesagt, kann man auspacken. Einfach so eine Schleife. Das haben die da so schön gemacht. Ich mache das mal. Oh, die haben sie doppelt und hoffentlich kriege ich das wieder so hin, dass das nicht auffällt, dass ich da schon dran war. Warum nicht? Solange er nicht reinkommt und das sieht. So. Oh je, die Schleife ist selber zusammengelegt. Ob ich das wieder so hinkriege? Huch, die ist so selber zusammengeknüttelt. Jetzt gucke ich mal, ob ich den wieder... Ja, das sieht auch das ist hübsch. Schaut mal. Ja, jetzt kann ich den leider nirgendwo hier hinstellen. Ich lege den mal hier so neben mich. Und zeige euch einfach die Türchen. Jetzt muss ich das doch hinstellen, weil sonst komme ich da nicht dran. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen beeilen, weil es kommt gar nicht raus. Kommt mein Mann gleich wieder. Und B, kriegen wir gleich noch Besuch. Meine liebe Schwester kommt zu Besuch. Da haben wir einmal die 1. Das ist das hier. Dann schauen wir mal rein. Hoffentlich mache ich da jetzt nichts was kaputt. Oh nein. Oh nein, die sind richtig zu. Schitte, oder? Oder bin ich einfach nur zu blöd, um die aufzumachen? Ach, von oben. Uiuiui. Oh, das fängt schon gut an. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Frauenprodukt, ne? Und zwar von Clinique. Eine kleine Größe. Ich muss jetzt mal eben meine Brille aufsetzen. Aber das ist, wie gesagt, der Männerkalender. Ne? All about eyes. 5 Milliliter. Also speziell eine Augensalbe. Eine tolle Größe. Und fängt schon sehr gut an. Genau. Dann machen wir mal weiter mit der 2. Ein etwas größeres, kleines, süßes. Und zwar haben wir hier von Filorga eine kleine Größe Age Purify, ein Double Correcting Fluid, Wrinkles und Blemishes, also gegen Falten und gegen Flecken. Finde ich total gut. Das kann man auch sehr gut benutzen, also für Männer und für Frauen. Das wird er auch gerne benutzen, das weiß ich. Dann haben wir hier gleich die 3 und die 4 da drunter. Die nehme ich gleich mal. Einmal 3 und 4. Ui, ich glaube, da haben wir ein Parfümchen ziemlich reingequetscht. Wie kriege ich das hier gar nicht raus? Ach, die haben das hier so genommen. Das ist hier von Chanel und haben das so zusammengeklappt. Das ist für Männer Bleu de Chanel. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt benutzen, aber ich schnüffel mal dran. Sogar eine Kappe drauf. Nee. Ich nehme mal ganz klein bisschen, aber muss ich nicht verraten. Merkt der nicht. Oh ja, Chanel ist ja selbstredend, ne? Wow. Jetzt rieche ich gleich nach Männerparfüm. Gar nicht auffällig. Nö, 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 nö.
wie erkläre ich das denn? Habe ich mal ein Parfüm bei mir gefunden, habe getestet. Ach, ich werde ihm sagen, dass ich das schon aufgemacht habe. Und dass ich weiß, welche tollen Sachen da drin sind. Dann haben wir hier einmal von Biotherm eine kleine Größe Live-Planken Elixier. Was ist das? Planken ist doch hier Algen, ne? Ja, auf jeden Fall so eine Mitnehmgröße, wenn man wegfährt oder so, ne, zum Testen. Man sieht auch genau den Füllstand. Also kleine Größe, nicht schlecht. Also bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, letztes Jahr waren die ein bisschen großzügiger. Aber mal ganz im Ernst, die Zeiten sind schlechter geworden. Da wollen wir mal hier nicht rumjankern. Oh, die Nummer 5 ist groß. Eine große Nummer 5. Oh, da ist auch was Großes, Schweres drin. Das kenne ich ja noch gar nicht. Von irgendeiner Crow. Redken? Nein. Aquaman. Eine 24 Stunden Hand- und Bodylotion in so einem praktischen Pumpspender. Sieht doch schon edel aus. Und Handlotion kann mein Mann immer gebrauchen. Also schon sehr hochwertig. Dann kommen wir zu Number 6. Die hatte ich schon rausgelegt. Auch nochmal ein kleines von Estee Lauder. Advanced Night Repair. Da kenne ich ja jemanden unter meinen Followern, die das abgründig liebt. Liebe Grüße an dich. Genau, das ist so eine kleine Größe. Das ist ja wirklich sehr, 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 sehr teuer. Genau. So eine kleine Größe kostet ja schon, glaube ich, weiß ich nicht, 10, 15 Euro oder so. Die große kostet, glaube ich, 50, 60 Euro, meine ich. Und das können ja Männer und Frauen nehmen, ne? Das kann man so abends auftragen, Night Repair. Und das soll echt gut sein. Also da wird er sich auch drüber freuen. Ich finde ja diese kleinen Größen super, um zu testen, ne? Also super gut. So, dann hole ich schon mal die Nummer 8 raus, aber es kommt erst noch die Nummer 7. Wo haben wir denn hier die Nummer 7? Die haben wir gar nicht. Ach doch, eine ganz große. So groß, dass ich sie übersehe. Ach ja. Oh, ich glaube, das ist ein Ei. Eieieiei. Das ist ein Kreditkarten-Etui, glaube ich. Von Tommy Hilfiger. Also was ist da wohl nice? So ein, da kann man hinten die Kreditkarten reinpacken, ne? Oder auch wenn man will, seine Scheinchen. Hier vorne kann man auch noch was reinpacken und in der Mitte auch. Ne, in der Mitte nicht. Da ist es zu. Aber hier vorne ist so ein Tischlein, also so eine Tasche. Entweder kann man da seine Papiere rein tun oder Kreditkarten oder. Ganz toll, das wird ihm gefallen, das weiß ich. Ich finde sowas ja auch ganz toll, ne? So Giveaways, ich liebe die. Weil ich sammle die immer ganz gerne und ja, weiß ich auch nicht, und irgendwann verschenke ich sie wieder. Also ganz toll. Genau, das war die Nummer 7. Jetzt kommt die Nummer 8. Auch wieder so ein kleines Giveaway von Sadish & Voltaire. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schlüsselanhänger mit einem Skateboard. So ein Skateboard, ne? Packe ich jetzt nicht aus. Gut, da wird er nichts mit anfangen können, aber kann man ja weitergeben, ne? Warum nicht? Sind ja immer so, wie nennt man das? Füllmittel, sagt man, glaube ich, dazu, ne? Jetzt kommt die Nummer 9. Auch eine große wieder. Die großen sehe ich nicht. Eine große Nummer 9 mit einem süßen Teddy. Auch wieder, glaube ich, sowas. Aber ich finde, das hätten die ein bisschen besser takten können. Das hätten die ein bisschen verteilen können.
auch wieder ein Schlüsselanhänger von Tommy Hilfiger. Den finde ich richtig toll. Da vor allem mit so einem großen Karabiner, ne? Und dann mit so einer Parfümflasche noch dran. Aber jetzt dreimal hintereinander so Füllmittel. Ein bisschen schlecht. Also da hätte man ja sagen können, Füllmittel, Kosmetik, Füllmittel. Ne? Aber das sind tolle Giveaways. Also ich meine, die haben auch ihr Geld gekostet. Aber ich, wenn ich die füllen würde, würde ich das ein bisschen anders machen. Aber das ist natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau. Wie immer. Einmal die Nummer 10. Da haben wir wieder ein kleines Pröbchen. Und zwar diesmal Allure. Auch ein Männerparfüm. Aber da gehe ich jetzt mal nicht dran. Ich rieche hier so gut nach dem Chanel Man. Sind natürlich alles teure Produkte, ne? Und so Parfümpröbchen, da nehmen die Leute teilweise auch echt viel Geld für. Die Nummer 11. Da haben wir wieder eine kleine Kosmetikprobe. Und zwar von Clarins. Ist immer alles französisch. Hydra Essentiel. Keine Ahnung, was das ist. Ich schätze mal so eine Feuchtigkeitscreme. Da müssen wir dann mal googeln. Aber klein und fein. Aber der war letztes Jahr definitiv hochwertiger. Also da waren noch bessere Sachen drin. Aber ich habe ja schon gesagt, alles ist teurer geworden. Nummer 12 ist bestimmt wieder groß und ich sehe sie nicht. 11, 12, da oben. Siehst du? Wieder eine große, die ich nicht gesehen habe. Mal schauen, was da drin ist. Da ist was Größeres drin. Oh, von Burberry. Hero Hair and Body Wash. Das finde ich schön. Weil die Sachen, die riechen immer sehr, sehr schön. Mein Mann mag es eigentlich immer gerne, wenn er jetzt so stark parfümierte Showergels hat. Sogar noch offen und offen. Oh ja, das riecht schon hier sehr gut. Sehr maskulin. Sehr würzig. Moschus, glaube ich. Das wird ihm gefallen. Das wird ihm gefallen. So, die Nummer 13. Ein kleiner. An die Kleinen kommt man so schlecht dran. Ich wollte es mal meinen Fingernagel zeigen. Seht ihr den Fingernagel? Ich habe mit dem Fingernagel die Kartons offen gemacht von meinen Lindsachen. Der ist total krumm und schief. Völlig, völlig abgewetzt hier. So. Ach ja, genau, die 13 war jetzt dran, ne? Oh. Oh, das ist ja toll. Oh, was schön. Und zwar ist das eine Miniatur von Lady Million, also nicht von Lady Million, sondern von One Million. One Million Paco Rabanne ist das. So richtig in Form von so einem Goldbarren. Oh, wie kriegt man das auf? Ich mache da einfach so hochdrücken wahrscheinlich, ne? Gar nicht mal so klein. Oh ja, ein sehr schöner Herrenduft. Sehr schön. Die kann man sich auch schön dekorativ ins Badezimmer stellen. Eine schöne Nummer 13. Die 14 ist wieder etwas größer. Die Nummer 14. Da haben wir wieder ein Body and Shower Gel. Von Tommy Hilfiger, Impact, Hair and Body Wash. 30 Milliliter. Impact kenne ich gar nicht, aber ich bin auch mit Männerdüften nicht so bewandert. Ist noch versiegelt. Dann lassen wir uns dann überraschen. Aber sowas finde ich toll für den Adventskalender, ganz toll. Kann man mitnehmen, aber kann man auch so mal zwischendurch, wenn man was Besonderes vorhat. Ne? Jetzt kommt die Nummer 15. Nummer 15 ist hier, die Nummer 16 ist da. Genau, die Nummer 15. Oh, das ist auch wieder eine kleine Miniatur von Calvin Klein Everyone. 10 Milliliter. Also Miniaturen finde ich toll. Also wer Miniaturen mag, der ist bei dem Kalender echt gut bedient. Wunderschön.
Ja, One kenne ich ja, das mache ich jetzt nicht auf. Und da kann man ja mal dran riechen. Mal einmal schnüffeln. Ja, ist nicht so mein Duft. Ich glaube, der wird meinem Mann auch nicht so gefallen. Aber kann man ja auch an seinen Freund verschenken oder so. Warum nicht? Oder man gibt es mal so dazu. Ne? Wenn er die nicht mag, dann bleiben die ewig liegen. Dann weiß ich ja Bescheid. Der hat auch so eine kleine Box im Schlafzimmer. Noch eine Miniatur. Und zwar Terre de Hermes, Eau de Toilette von Hermes. Kenne ich auch nicht. So lerne ich jetzt mal Herrendüfte kennen, ne? Auch schöner Flakon, ne? Der sieht doch toll aus. Edel und klein. Jetzt muss ich sagen, die haben alle so ein bisschen ähnliche Duftrichtung. Keine Ahnung, in welche Richtung. Moschus, würde ich sagen. So ein bisschen, ja, Moschus, das passt schon ganz gut. Genau, das war die Nummer 16. Jetzt haben wir einmal die 17 und die 18. Die Nummer 17. Wir kommen dem Finale näher. Noch eine Miniatur. Aha. Und zwar H24 von Hermes. Kenne ich auch überhaupt nicht. Mal gucken, ob der jetzt mal ein bisschen anders riecht. Auch ein kleiner, schöner, süßer Flakon. Der riecht ein bisschen anders. Aber in die Richtung frisch. Ja, frisch und floral so ein ganz bisschen. Aber auch nicht schlecht. Da hat der ja nachher die Qual der Wahl. Bin mal gespannt. Jetzt kommt die Nummer 18, meine Lieblingszahl. Weil meine Mutter, meine liebe Mama, hat auch am 18. Dezember Geburtstag. Leider ist sie schon 11 Jahre nicht mehr bei uns. Aber denken wir ja trotzdem an sie, ne? Hier haben wir von Burberry Hero das gleiche. Also ich habe davon ja jetzt schon das Bath & Body Wash. Finde ich wunderbar. Dann kann man beides zusammen benutzen. Schauen wir uns mal den Flakon an. Auch ein kleiner niedlicher Flakon, ne? Ist doch wunderbar. Ich denke mal, das riecht bestimmt genau wie das. Das roch sehr stark. Ja. Aber trotzdem nicht so aufdringlich, ne? So dominant, angenehm. So, wir kommen in den 20er Bereich. Die Nummer 20. Ja. Das ist diesmal was anderes. Ich glaube, keine Miniatur. Das ist von Clarins Men, ein super Moisture Balm. Wahrscheinlich auch so ein kleines Tübchen. Ja, das lasse ich jetzt mal da drin. Wir wissen ja alle, wie die aussehen. Oder wir holen es mal von oben raus. Genau, von unten. Auch wie niedlich. So klein und niedlich. Aber zum Probieren super. Und vor allen Dingen, die passen so gut in den Badschrank. Da passen nicht so, da passen natürlich auch größere rein, aber stellt euch mal vor, das wären jetzt alles große Größen. Wäre ja eine Katastrophe. Die Nummer 21. So, oh, da haben wir wieder ein Füllmaterial. Viel. Ja, eine Maske. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen doof. Wirklich, finde ich nicht toll, weil, mal im Ernst jetzt, ne? Man hat einen Adventskalender, weil man möchte sich ja auf Weihnachten freuen und dann freut man sich jeden Tag. Und das erinnert uns doch nur an die letzten 2, 3 Jahre. Das finde ich überhaupt nicht toll. Also, das hätten sie sich echt sparen können, mal im Ernst. Also, sorry, liebe Leute. Da war ja wohl ein Schuss in den Ofen, ne? Also, nee. Also, nee. Naja, egal. Steckst du nicht drin, ne? Vielleicht hatten sie kein Geld mehr oder ich weiß nicht, aber. Schmeiße ich schon vor lauter Schreck alles runter. Ein kleines Pröbchen. Und zwar von Wow. Da hat er gerade das Parfüm von. Also, das hat er in groß. Geht aber auch zur Neige.
Fand er ganz gut, aber muss er nicht normal haben, hat er gesagt. Ja gut, dann kann man die Probe da irgendwo reinstecken. Ja, also ich muss sagen, so ganz überzeugt mich der Kalender nicht. Ich bin verwöhnt vom letzten Jahr und da muss ich sagen, wenn da jetzt nicht noch was kommt, bin ich echt enttäuscht. So, die 23. Ja, machen wir gleich. Wir gucken erstmal weiter, bevor wir meckern. Jetzt haben wir nochmal ein Füllmaterial, ein Schlüsselband. Ist doch eins, ne? Genau. Von Calvin Klein. Das finde ich ganz gut, weil man hat ja immer so Schlüssel, die man irgendwo deponiert, ob es jetzt ein Schuppenschlüssel ist oder auch ein Autoschlüssel. Und die dann auf jeden Fall sofort sichtbar irgendwo hängen oder so. Ne? Das finde ich ganz gut. Ich habe die auch mal gesammelt, aber irgendwann habe ich sie weggeschmissen. So, last but not least, die Nummer 24. Jetzt bin ich gespannt. Sieht man aber, dass einer das verpackt hat. Muss ja auch. Nochmal verpackt. Oh, von Davidoff Parfüms. What is this? Das ist kein Parfüm, das ist Flask. Not for sale. Flask? Eine Flasche? What is this? Auch wie geil. Ja, da haben sie dann doch noch mal einen rausgehauen. Eine kleine Thermosflasche von Davidoff. Gut, damit ist die Maske wieder wettgemacht, weil das liegt echt wertig. Edelstahlkanne. Richtig schön hier so mit Sonnen. Also die ist auch wirklich gut. Die wirkt richtig gut und die kann mein Mann zur Arbeit mitnehmen. Mit Kaffee gefüllt oder mit Tee. Also die macht was her. Ich meine, ist natürlich auch ein Werbegeschenk, darf man nicht vergessen. Das machen ja die Hersteller eben auch, um die Leute zum Kauf anzuregen. Aber nichtsdestotrotz, die müssen das ja nehmen, ne? Ist ja, kann man ja nicht käuflich erwerben. Aber gerade deshalb finde ich das ja sehr schön. Ne? Also, da wird sich mein Mann auch drüber freuen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt muss ich das mal schnell wieder reinpacken und wieder wegpacken. Ja, ihr Lieben, was sage ich dazu? Also, was ich schade finde, da war wirklich meckern auf hohem Niveau. Was ich schade finde, ist, dass die einmal die Füllmittel so schnell hintereinander gleich gemacht haben. Da hätte man ein bisschen rollieren können. Und was ich noch schade finde, ist, dass eben diese Maske da drin war. Die hätten sie sich sparen können, weil das ist irgendwie für mich ein bisschen mit Hohn verbunden. Ja, nee, die haben sich da nichts Böses bei gedacht. Aber ich möchte nicht vor Weihnachten nochmal an Corona erinnert werden. Und ja, gut, aber war jetzt drin, können wir nichts dran ändern. Ansonsten war der Kalender schön. Und wie gesagt, 24 finde ich ganz toll. Aber da war ja auch eine tolle Handcreme drin. Da war dann Bodywash ein paar Mal drin, ich glaube dreimal. Ne? Die kleinen Pröbchen, okay, die kriegt man ja vielleicht auch so mal dazu. Aber ansonsten, ich meine, gut, 39 Euro sind auch 40 Euro, darf man nicht vergessen. Aber da ist eine gute Mischung drin. Ich meine, gut, es gibt ja noch hochpreisigere, da sind natürlich noch andere Sachen drin. Es gibt vielleicht ähnliche, die noch ein bisschen hochwertiger sind, aber ansonsten finde ich es okay und kann da nicht meckern. Also ja, doch meckern, gemeckert habe ich ja, aber es reicht jetzt auch mit dem Gemecker. Was sagt ihr denn dazu? Ich bin so gespannt auf eure Nachrichten und eure Kommentare. Schreibt mir mal bitte euer Feedback. Ich bin echt gespannt, ob ihr das genauso seht oder findet ihr den super toll? Würde euer Mann, euer Freund sich darüber freuen? Gebt mir euer Feedback, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ihr Lieben, macht's gut.